Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ben Masterful habe ich mal wieder zu Gast dabei. Peace. Heute gibt es mal kein Boys Day, sondern etwas anderes. Ich habe nämlich eine Zeitschrift besorgt. Diese hier. Das ist die, wie heißt die eigentlich? Playmobil. Comics Fun and Action. Ich gehe schon mal hier direkt runter, dann kann man das ein bisschen besser sehen. So, man sieht hier direkt schon ein Gimmick, also eine Figur, die mit dabei ist. Limitiert. Limitiert, genau. Es geht alles um den Feuerwehrmann. Wir gucken natürlich da nochmal rein. Original Playmobil-Figur. Ja, die machen wir erstmal ab. Ich glaube, die gibt es nur in der Zeitschrift, ne? Ich glaube auch, ja. Also Ausgabe, diese spezielle. Ausgabe 7, Oktober, November 2016. Genau. So sieht die Figur aus. Sollen wir die jetzt schon mal rausholen oder wollen wir erstmal gucken? Ja, nee, erstmal gucken. Reingucken, und die Figur bewahren wir bis zum Ende auf. Wir machen das spannend. Ja, ich würde das auch so machen. Egal, das lassen wir mal dran. Ja. Feuer auf dem City-Flughafen. Das ist hier die große Geschichte, denke ich mal, um die es geht. Ne? Ich habe mich schon gesehen, hier gibt es natürlich erstmal den Inhalt. Was haben wir denn da? Achso, Löwenzahn. Guck mal, es gibt ein Löwenzahn-Magazin. Wusstest du das? Nee, bisher nicht. Löwenzahn, fand ich immer cool, habe ich mir gerne geguckt. Ja, dann schauen wir mal, was hier drin so los ist. Das ist erstmal die Feuerwehrgeschichte. Um den steht da was, wie der heißt? Nee, der Feuerwehrmann und der Skater. Max und Paul sind auf jeden Fall die Figuren. Da können wir halt einfach mal so ein bisschen durchblättern, würde ich sagen. Oder ein brandheißer Einsatz. Ja. Und Einsatz mal. Auf den City-Flughafen. Warte mal, ich muss mal kurz. Gesagt? Warte mal. Nachträglich am Set hier. Ja, das geht ja wohl gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ja, es gibt so eine Art Comic über den Feuerwehrmann. Ja, genau. Nicht nur eine Art, sondern es ist richtig ein Playmo-Comic. Ist richtig ein Playmo-Comic? Okay. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Das haben wir noch nie gesehen. Das haben wir noch nie gehabt. Jetzt habe ich auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten. Ja, genau. Jetzt machst du auch Zeitschriften, jetzt hast du viel mehr Möglichkeiten. Ja, genau. Habe ich ja noch nie gemacht vorher. Hä? Bob der Baumeister. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Werbung, oder? Von Togolino. Genau, Bob der Baumeister gibt es auch eine Zeitschrift. Ah. Kennst du die? Nicht persönlich. Oh Mann, hast du mal reingeguckt? Ja. Ich habe eine Zeit lang bin ich immer einkaufen gegangen früher und habe dann für meine ganzen Kanäle eingekauft. Und hier ist ein Strohhalm, habe ich noch gar nicht gesehen. Und was macht der denn da? Und dann habe ich halt auch immer bei den Zeitschriften rumgestöbert und da gab es auch Bob, der Baumeister. Mhm. Ich glaube, ich habe das sogar auch mal gesehen. Und da waren dann halt immer so Plastikspielzeug vom Bau. Ein Hammer. Schraubendreher. Eine Säge, ein Schraubendreher. Oh, ein Bagger. Sie hat Schraubendreher gesagt. Ja, sie hat einen Gliedermaßstab. Ja, falls ihr wisst, wer weiß, was ein Gliedermaßstab ist, schreibt es doch mal unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Nicht in meine Videobeschreibung, da kommt keiner rein. Doch kommt keiner rein. Türsteher, weiß schon. Ja, ich habe schon weitergeblättert hier. Hier haben wir nämlich eine Rätselseite, Koffer-Tetris und Wolkenslalom. Ich denke mal, da muss man wahrscheinlich einen Weg finden irgendwie, um irgendwo hinzukommen. Und das ist, glaube ich, schon das erste Poster, was wir haben, ne? First Poster. Ein richtiges Feuerwehrauto-Poster. Ja, das ist das zweite. Poster. Sieht man nicht so gut, aber ich glaube, das ist der Flughafen, oder? Nee, das ist kein. Oh doch, das ist Airport. Auch, Airport, doch, genau, Airport Tower. So, das ist hier die andere Seite. Ja. Was ist das denn? Das ist ja eine richtig krasse Düse. Das ist eine Feuerwehrspritze. Ja, eine richtig krasse Düse. Richtig krasse Düse. Das ist ja nicht nur eine. Ja. Ja. Ja, das nächste Schlauchlabyrinth. Und Feuerwehrdomino. Also immer noch auf der Rätselseite. Oh, guck mal, und das ist schon wieder ein. Comic, ne? Steht ja vorne drauf, Comics, Action und Fun. Ja. Der Schüler und der Busfahrer. Das ist aber jetzt kein Feuerwehr. Nee, Comic. Das ist jetzt, geht um Robin und Philipp, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Robin Flieger und Philipp Flitzer. Gut. Gefällt gut. Gefällt gut. Im Blindflug. Und weißt du, was das Lustige ist? Ich kenne das hier. Wie? Was? Das hier. Das gibt es tatsächlich von Playmobil. Das ist die Schule. Wow. Ja. Finde ich cool. Habe ich auch gebaut. Habe ich mitgespielt. Oh. Ja. Immer noch hier. Ich lese das nicht vor, ne? Ich will ja nicht den ganzen Comic hier spoilern. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr euch die Zeitschrift ja selbst kaufen. Ja. Wir wollten eigentlich nur zeigen, diesen schönen Feuerwehrmann. Butter, zeigen wir gleich. Du darfst den auspacken. Chaos in der Schule. Guck, da, das hier ist das nämlich. Aha. Vor dem Ausflug, nach dem Ausflug. Achso, was hat sich verändert wahrscheinlich? Ja. Hier haben wir wahrscheinlich so ein Abo. Ein Abo, was man irgendwie abschließen kann. Ja. Starke Preise für dich, okay, da können wir irgendwas gewinnen. Einmal City-Flughafen mit Tower. Der da, ja. Da müssen wir doch mitmachen, ne? Eigentlich ja. Ja. Und was ist das da unten? Brandeinsatz mit Löschpumpe.
Okay. Und hier haben wir Fanpost. Ah, okay. Oh. Man kann ja immer überall hinschreiben. Ja. Da kann man auch hier hinschreiben. Hier kann man auch schreiben, ne? Mir kann man auch schreiben, ja. Zanzara Postfach. Was? Weißt du es? Nee, nicht mehr. Steht oft in der Videobeschreibung. Genau, das ist sowieso einfacher. Oder ich blende es ein. Na, Videobeschreibung. Bam! Ja, bam! So ein Feuerball. So ein Feuerball. Bam, Entschuldigung. So ein Feuerball. Bam. Feuerball. Bam. So ein Feuerball. Bam. So. Ich bin ganz angetan, ja. Guck mal hier, ey, das ist richtig geil. Diese fette Burg, siehst du das? Ja, hatte ich früher auch als Kind. Ja, aber doch nicht so fett, oder? Doch, so fett. Echt? Nicht eher so fett wie die da? Ne, weiß ich nicht. Das ist schon cool. Sag uns deine Meinung, da kann man wieder was verlosen. Mein Gott, hier gibt's alles. Tja, und damit sind wir auch schon am Ende. Und kommen jetzt zu der Figur, um die es ja eigentlich geht. Feuerwehrmann. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine Axt. Ein Feuer. Ein Megafon, Feuerlöscher und ein Feuer. Mach auf! Mach auf! Wie geht denn das? Ziehen. Gemütlich. So. Das ist ja richtig ein Gummischlauch hier, ne? Ja, das war der Gummischlauch. Ups, Entschuldigung. Ja, mach du mal. Ich kann das. Du kannst das auch. Ich will mal kurz. Ich will mal das Megafon aus der Hand nehmen. Guck mal, der hat sogar Handschuhe an. Oh. Sowas hat es ja früher noch nicht gegeben. Das habe ich nie gesehen. Oh nein, jetzt habe ich seine Hand verdreht. Entschuldigung. Das war bestimmt schmerzhaft. Nee, kann man das hier auch in die Hand geben oder geht das nicht? Oder steht das nur? Ah nee, es geht auf den Rücken. Ja. Andersrum. Da musst du hinhalten. Was? Ich habe dich nur so. Ja. Genau, hinten drauf. Jetzt hat er die. Wenn du mich nicht hättest hier. Ja, ich hab doch so selber schon gesehen gerade. So, hinten drauf. Guck mal, das ist so ein Gummifeuer. Guck mal. Blum, blum, blum. Dann kann er hier mit der Axt. Ja. Aua, sag mal. Ma. Hallo. Und mit dem Megafon könnte er jetzt. Könnte er irgendwie Hilfe rufen. Na, was kommt jetzt? Ja, dann sagt er ja. Bitte bleiben Sie ruhig. Bam! So, ein Feuerball. Ja. Ja, hier, passt tatsächlich, guck. Ein Feuerball. Bam. Ja, bam. Nein, dann sagt er, bleiben Sie ruhig, bitte gehen Sie alle geordnet nacheinander, verlassen Sie das Gebäude, Kinder und Frauen zuerst. Ja. Sagt man das noch? Puh, weiß ich nicht. Springen Sie langsam. Ich würde mich springen Sie langsam. So war's. Ich habe gar nichts getan. Du hast gesagt, ich würde mich vordrängeln. Aber das ist du Kinder aus dem Weg. Ja. Schmeiß dich schon mal vorher runter. Guck mal hier. Ja, was machst du? Aua, heiße. Ja. Man hat doch gar nicht gesehen. Ja. Okay, ja, ich würde sagen, das war's. Genau, das war's. Den muss ich ja eigentlich nochmal präsentieren. Comic, Fun und Action. Playmobil mit dem Feuerwehrmann. Genau. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, schreibt es doch mal in die Kommentare. Mehr Zeitschriften mit Zanzara. Ich wollte mal gucken, was kostet die eigentlich? Die kostet 4,50 Euro. Also man 4,50. Kriegt für 4,50 Euro den hier mit dem Zugangsbehör. Mit dem ganzen Zubehör und halt die Zeitschrift mit den Comics drin. Ja. Und Poster natürlich. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Euch? Nein, euch. Und ja, du hast ja mitgemacht, netterweise. Netterweise hat er das auch mal gar nicht mitgebracht, sondern das war tatsächlich von mir. Netterweise hat er das nicht mitgebracht. Okay. Ausnahmsweise mal mit leeren Händen. Nee, du hast gesagt, netterweise hast du das noch nicht mitgebracht. Ah, du weißt, wie ich das meine. Ne? Ja. Ja. Es reicht doch schon, wenn du so kommst und mich unterstützt. Das ist doch schon schön. Ja, das ist doch schön. Ja, wir gehen jetzt gleich schön Film gucken. Wir gucken gleich Harry Potter. Nee, erst Twilight. Okay. Okay. Und dann machen wir? Also. Insider. Ja. Alles voller Insider hier. Ja, was haben wir noch gedreht heute? Ganz viele Boys Days. Ganz viele Boys Days haben wir gedreht. Hier. Guck mal, ich mach mal. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben zusammen gedreht. Oh, ich muss wieder runterspringen. Ja, musst du halt schneiden. Ja, ich weiß. Slam Attacks, Rumble, Undertaker Impact. Dann hatten wir hier die 9 Match Attacks. Ja, haben wir auch alle geöffnet, falls ihr sehen wollt, was da Geiles drin ist. Oder Euro 2016 von Panini. Und jetzt kommt das Highlight, meine lieben Freunde. Jetzt kommt das Highlight. Schon verraten? Ja, FIFA 365 mit. Suchst du den da? Nein, ja, aber den will ich nicht zeigen. Ach so.
Es gibt eine fette Überraschung. Unter anderem Limited Editions. Hier Murata und noch eine andere. Wenn ihr die sehen wollt, die andere, hier. So. Nein, das hat doch nicht. Ja, das hat keiner gesehen. Es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur zwei Limis, es waren ja drei Limis. Ja, es waren drei Limis. So, ich würde sagen, du verabschiedest uns. Ja, ich verabschiede uns. Ja. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, falls ja. Und abonnieren könnt ihr mich natürlich auch gerne da. Warte mal. Und da? Ich glaube da. Okay. 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 Bis dann. Bis dann. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.